Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2. Im tiefsten Winter, minus 11 Grad. Wir haben Januar 2024 im Spiel. So, ja, die Flut scheint hier irgendwie doch gone zu sein. Ich weiß nicht warum, es ist einfach so. Wir haben jetzt im Stream mal ein bisschen gebastelt. Schaut es euch mal an. Wir haben eine Schnellstraße, eine Autobahn gebaut, beziehungsweise weitergebaut. Wir haben hier ein mega Autobahnkreuz platziert quasi. Und wir haben hier so eine Art, ja, kann man ja schon fast als Footballfeld bezeichnen. Ich will das hier alles ein wenig verlagern. Ich würde hier ganz gern die Einwohner rein haben. Und das haben wir einfach mal vorgeplant. Mit jeweils so ein paar Rundungen drin. Obwohl diese Rundung mir hier noch gar nicht so gefällt. Muss ich sagen. Rundung. So. Und so. So sieht es besser aus. Ja, hier sollen später Einwohner einziehen quasi. Und hier würde ich so nebenbei ja, die Schulen reinmachen. Vielleicht eine Feuerwehr, Klinik etc. Dass wir die hier langsam hier rauskriegen, weil hier soll später mein Industriegebiet kommen. Hinkommen quasi. Es ist natürlich tiefster Winter. Wir haben es 0.45 Uhr. Ich habe die Tag und Nacht gleich immer rausgenommen. Also, das ist die Ansicht. Das war sonst ein bisschen tricky und ein bisschen schwerer. Wir arbeiten hier viel mit Kreisverkehr. Hier haben wir ihr müsst mal ein bisschen umplatzieren oder umbauen, weil der Kreisverkehr dann jetzt oval ist und jetzt damit aber passt. Und wir haben zumindest einen Anschluss an den Bahnhof. Warum gerät das hier in Stocken jedes Mal? Aber egal. Aber hier können sie schön in die Stadt reinfahren. Das sollte eigentlich einen Stau vermeiden. So, wir machen erstmal hier, würde ich sagen, eine Klinik hin. Aber ich glaube, wir haben gar keine Punkte, ne? Das heißt, wir müssen mit einer Klinik arbeiten. So eine Klinik ist doch meistens relativ gut aufgehoben. An einem Kreisel, oder? Machen wir jetzt zur Not auch noch einen rein. Etwas kleineren. So, dann kommt hier die Klinik ran. Abfall brauchen wir hier nicht. Wir brauchen aber Schulen. Das heißt, wir machen erstmal eine normale Schule. Quasi eine Grundschule. Na, direkt an Kreis ist so eine Grundschule nicht optimal. Wir platzieren sie mal mittig. Und eine höhere Schule. Die machen wir dann hier hin. Eine Feuerwehr. Die können wir gut, glaube ich, mittig platzieren. Obwohl so eine Feuerwehr an so einer Schule, glaube ich, auch nicht schlecht ist, ne? Die Polizei machen wir an die andere Schule. Und damit hätten wir das abgedeckt. So, wir können dann noch dementsprechend ein paar Stationen hier reinbauen. Dann machen wir eine Linie. So, so. Nur dafür. Dann machen wir eine Linie so. Ah, ich habe ja gar keinen Busstation, Taxistand, U-Bahn-Schnittstelle, zusätzliche Plattform, Taxistand. Dann muss ich hier noch eine Bushaltestelle ransetzen. Das stimmt hier gerade nicht. Okay. Keine Fahrzeuge. Wo ist denn unser Busdepot?
Vielleicht muss ich auch da eine Route rüberlegen und dann geht das. Dann da. Ach, da. Zum Bahnhof. Und ganz hier rüber. Und hier haben wir, glaube ich, gestartet, ne? Hier. So. Polizeiwache, Feuerwehr, Straßenamt, Taxidepot. Wo habe ich denn jetzt unser Busdepot hingepackt? Sieht man das nicht irgendwo? Das ist das Busdepot? Ah, hier. Oh, wir haben ein bisschen wenig Fahrzeuge. Machen wir noch hier was ran. Dann haben wir ein paar Fahrzeuge mehr. Und so. Ja, jetzt sind wir wieder sehr stark im Minus. Wir haben leider fallende Einwohner. Einer pro Stunde, zwei pro Stunde, fünf pro Stunde. Ach du meine Güte. Ja, nicht optimal. Das pendelt sich dann hoffentlich noch ein. So, dann würden dich hier... Jetzt haben wir, glaube ich, alles hierfür. Bushaltestellen haben wir. Das heißt, wir könnten hier Einwohner einziehen lassen. Zip, machen wir erstmal die hier voll. Dann können wir hier schon mal ein bisschen Gewerbe planen. Das ist dann am schlausten. Hier runter. Oh, ist das hell mit dem Weiß. So. Dann haben wir noch ein bisschen Platz dafür. Den Spaß machen wir hier auch. Hier ein bisschen Gewerbezonen reinmachen. So, ich würde schon mal anfangen wollen, hier schon mal hier ein bisschen was rauszunehmen. Oh, wir haben gar keine Parks gemacht, ne? Verloren, verloren, da. Ach, so ein Park an der Schule. An der Hauptstraße ist immer gut. Sind die jetzt wieder eingezogen? Ein paar Einwohner ausziehen lassen hier. Dann kann ich euch rüber verlegen. Tschüss. Hey, hier könnt ihr wieder einziehen, wenn ihr wollt. Hier ist doch auch alles sehr, sehr hübsch. Extra neue Wohnbereiche für euch gebaut. Mittlere Dichte rein. Die auch. Und dann machen wir die voll mit normalen. Sehr, sehr schön. Was ist hier los? Keine Fahrzeuge, wieso nicht? Immer noch Probleme mit dem Busdepot. 45 Fahrzeuge. Was ist denn hier los? Wie viele Fahrzeuge brauche ich denn? Wie viele Busse fahren denn hier rum?
Ich glaube schon fast, das reicht nicht. Mit dem nächsten Level Up müssen wir, glaube ich, hier schon erweitern. Hätte ich nicht gedacht. Oh, mal drücken, durchstrecken. Dann müssen wir hier noch mehr einziehen lassen. Das können wir auch voll machen. Und hier dann am besten auch. Dann sollten wir das behoben haben. Was machen wir hier in der Mitte? Ich würde es erstmal freilassen wollen. Ich glaube, das ist echt schick hier, so dass das so miteinander funktioniert. Auch diese Kreise hier am Ende. So, wir brauchen noch ein bisschen Industrie noch. Der Park kann weg. Den brauchen wir nicht mehr. Ja, findet ihr nicht schön, ich weiß. Und ist die Frage, ob ich euch rausnehme. Ja, ich weiß, hier ist alles richtig rot. Das macht euch keinen Spaß. Kann ich nicht ändern. Wir müssen ja hier später alles rausnehmen. Ich muss das hier nochmal erhöhen, glaube ich. Wie man sieht, ist das hier schon erhöht, nur die Straßen sind sehr niedrig. Ja, wir reißen das mal ein. So, dass wir das neu planieren können. Was ist jetzt hier? Ah, Level Up. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Wegfindung fehlgeschlagen. Ja, das ist mir schon klar. Jetzt haben wir es, glaube ich, wieder auf der gleichen Höhe, oder? Ihr kennt es nicht. Wir kennen hier keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt die Straßen wieder reinmache, sollte es doch wieder passen, oder? So eine Doppelstraße. Welche hatten wir denn hier? Die, ne? Ja, jetzt ist sie auch nicht mehr so niedrig gebaut. Das würde ich auch mal ganz gerne rausnehmen wollen. Für die Industrie sollte ja normale Straßen eigentlich reichen. Radwinkel. Auch 90 Grad Winkel. So. Damit hätten wir Platz für Industrie. Da mal ein bisschen rein, dann könnt ihr euch da ausbreiten. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt gleich wieder doch noch erweitern, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das reicht. Wir können 9 Kacheln kaufen. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal in diese Richtung. Wie ist denn das hier mit der Höhe? Es geht eigentlich. Puh. Oder gehen wir in diese Richtung? Ne, hier haben wir die Autobahn, ne? Dann kaufen wir mal diese beiden hier. So, die Einwohner gehen nach oben. 58 pro Stunde, das ist wichtig. So, wir haben hier die große Straße gebaut. Wir machen da 90 Grad Winkel. Bis hierhin. Dann müssen wir eine Kachel mehr kaufen. Vielleicht sogar zwei. Dann machen wir die auch gleich.
So, ja, gleich. So, das ist 90 Grad. Dann können wir auch gleich die Kreise hier reinmachen. Haben wir mal einen großen gemacht? Ja, wir haben einen großen gemacht, ne? Dann sollte das auch passen. Hier mache ich mal erst die Straße rein. Erste kleine Straße rein. Besser. Reicht eine kleine Straße für Einwohner? Was mit euch? Wartet auf den Leichenwagen. Ja, der muss ein bisschen fahren. Es tut mir leid. Den habe ich noch hier hinten. Können wir irgendwann auch noch umplatzieren. Wie sieht es mit Strom aus? Nicht gut. Nicht gut. Dann lass uns doch nochmal hier ein bisschen Strom hinsetzen. Einmal da, einmal da und einmal da. Wir sind unter Tage, ja. Das mit dem, du mit dem. Und dann passt das. So, was ist jetzt hier die schlauste Lösung? Ich würde ganz gerne mal versuchen, jetzt hier so. Das war ein Stück zu weit. Mit quasi einer Einbahnstraße zu arbeiten. Die am besten auch direkt dran ist. So. Das funktioniert nicht ganz. Hier fährt alles rein, da fährt alles raus. Das heißt, hier wären so kleine Kreise optimal. Dann kommen die hier auch nicht in Stau. Also das ist zumindest mein Denken dazu. Die können wir hier rübersetzen. Dann fahren die immer in die gleiche Richtung. Und hier auch einmal. So, den gleichen Spaß machen wir hier auch. Wir testen jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten aus und können dann später sehen, was für uns am besten passt. Ich meine, das kann man ja immer noch umplanen. Eine Straße noch rein. 90 Grad Winkel, perfekt. Da bin ich aber gespannt, ob das funktioniert. Und wir brauchen Einwohner. Definitiv. Dann können wir die hier doch schon mal drinne setzen. Vielleicht machen wir auch schon mal Parks rein, ne? Klinik. Geht noch. Schulen, Feuerwehr, Polizei passt auch bis auf die Ecke. Da wird schon nichts passieren. Da wird niemand überfallen bestimmt. Und ausgeraubt. So, 6000 Einwohner. Das geht nach unten. Coolio. Dann können wir doch hier noch welche wegnehmen. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Okay. Consider installing okay. A low flush toilet. Cut back on watering the lawn and shower with a friend whenever possible. This has been a local public service announcement. A driving ich habe die Ads ausgemacht, also die Werbung. Dankeschön. Das Radio mal wieder.
So, wir brauchen in hoher Dichte. Gemischte Dichte, billige Wohnung. Warte mal. Mit nach hoher Dichte können wir noch gar nicht bauen. Dann machen wir hier mal mittlere rein. Und hier können wir noch niedrige Dichte machen. Tja, hohe Dichte können wir noch nicht bauen, es tut mir leid. Aber wir haben die Nachfrage, ist auch geil. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, keine. Doch, die haben wir noch. Einwohner mehr auf der Seite, was schon mal ziemlich geil ist. Also, ist das geil, ne? Weißt du, was ich meine? Für die Planung, die wir vorhatten, finde ich das schon mal ziemlich gut. Hier haben wir noch eine Grundschule. Können wir auch abreißen. Dann machen wir lieber noch eine hier ran. So, was sagen denn die Nachrichten hier? Wir können gerade wirklich ein paar zusätzliche Wohngebiete bauen. Ja, bla bla. Ich habe doch viel gebaut, Leute. Also das ist doch wohl hier ein Brecher mal. Ne? Also erst die großen Hochhäuser und dann hast du hier schön die kleinen Reihenhäuser. Ne? Vielleicht braucht ihr auch noch hier welche drin. Müssen wir doch so machen. Schön Kreisverkehr. Wir haben keinen Stau bisher. Schaut doch schon mal ganz schick aus. Außer mit den etwas größeren Häusern so im Hintergrund. Das war alles sehr rechtwinklig und so weiter, aber ich versuche einfach, dass der Verkehr dann läuft dementsprechend, ne? So, wir müssen ein bisschen was abreißen, was wir nicht mehr benötigen. Die Straßen können weg. Achso, meine Buslinien passen da natürlich auch nicht mehr. Was haben wir hier noch drin? Die Klinik. Lass uns die wegmachen. So, ich möchte, dass hier erstmal, dass das hier alles soweit passt. Was haben wir noch hier? Wir haben hier eine Polizeiwache. Wir haben eine Feuerwehr, wir haben ein Taxidepot, Straßenwartungsdepot. Was ist das? Achso. Donuts. Parkmöglichkeiten. Hier sind Fabriken. Und wir haben nicht genügend Kunden. Gut, Bus. Rechtsklick nehme ich sie raus. Die Strecken, was schon mal ganz cool ist. Dann flackern die nicht mehr rum. Da fahren Taxen rum. Und wir müssen schon mehr Wohngebiete bauen. Oh! Wir brauchen noch mehr Kacheln. So, mal gucken. Hier haben wir eine Autobahnausfahrt. Sollten wir hier auch noch eine machen? Nicht für die Einwohner, ne? Ich glaube nicht. Kann man ja später noch weiter hier hinten bauen. Muss ja nicht immer sofort alles mit Einwohnern gemacht werden. So, 90 Grad Winkel. Mal gucken, wie weit wir kommen. So finde ich es ganz gut. Sehr schön. So, großer Kreisel dahin, großer Kreisel dahin. Da haben wir schon einen drin. Hier machen wir wieder so einen rein. Straße dazwischen. Dann machen wir jetzt hier den Kreisel rein. Nö, nö, nö.
Funktioniert das hier ganz gut? Ich glaube schon, ne? Jetzt haben wir zwei Stadtlayouts. Jetzt ist die Frage, was könnte man halt noch reinbauen? Jetzt haben wir eins so mit Einbahnstraßen gemacht, eins so ein bisschen verwinkelt. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eins. Wo sind die 90 Grad? Da. Und das weg. Kreisel. Da ist schon einer. Machen wir mal einen großen hin. Und bei dem ziehen wir einfach mal die Straßen von... sind das Einbahnstraßen, die ich hier gebaut habe? Das Einbahnstraßen? Doch die hier genommen. Warum hat er denn die anderen gehabt? So, jetzt geht's hin und her. Müssen wir die mittige Straße etwas breiter machen, wenn wir jetzt nach rechts und links einfach so Dinge machen? Eigentlich nicht, ne? Das sind halt nur Einwohner, ne? Oh, das war nicht 90 Grad Winkel. Sieht komisch aus. Aber hier passt es dann wieder. Ah, weil es hier hoch und runter geht. Hier ist es bergig. Naja gut, weil es halt... Ich finde es nicht optimal. Wie können wir das denn besser angleichen? Machen wir mal 15%. So ein bisschen breiter fächern. Wo ist er hier? Dass es nicht so ein Steilhang ist, ne? Mal gucken. So, wir müssen erstmal die Straße wieder reinmachen. Das war die falsche. Oh, hat er automatisch gemacht. Cool. Ich nehme diese nochmal raus. Brauchen wir sie von 9. Okay, Einwohner kriege ich hier auf jeden Fall rein, was schon mal ganz gut ist. Ja, schon wieder so viel Nachfrage nach Einwohnern, ne? Gut, dann machen wir hier am Ende jeweils immer einen kleinen Kreisel rein. Zip, 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 zip. Das klappt doch wunderbar. Die Frage ist dann später, ob es auch anders, also funktioniert mit den Einwohnern, ob sie genug Verkehrsmöglichkeiten hier haben. Okay, coolio. So, das haben wir. Dann kommen noch die Kreise wieder am Ende rein. Das haben wir. Das ist dann quasi Möglichkeit 3.
Dann können wir hier noch ein, zwei Parks reinmachen. So und so. Und dann können wir hier die Einwohner einziehen lassen. Wieder erstmal mittig. Okay, cool. Jetzt können wir natürlich noch ein paar Busstationen machen. Da. 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 Route da, da. Bis hierhin. Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir gut was geschafft. Jetzt können wir noch ein bisschen Gewerbe sogar machen. Was ist hier los? Wartet auf Krankenwagen. So, Schule, Grundschule. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Grundschule. Wir haben hier noch eine. Da haben wir natürlich keine Busstation davor. Aber von da aus sollte es nicht so weit sein, zur Grundschule zu laufen, oder? Wir müssen nur die Schnellstraße überqueren. Gut. Haben wir noch eines geschafft? Wir haben jetzt Frühling, es ist März 2024. Einwohner sind umgezogen. Wir können jetzt uns um unser Industriegebiet kümmern. Wir sind im Plus mit 500. Es ziehen ca. 66 Einwohner die Stunde ein. Haben wir es doch. Super, klasse. Besten Dank, bis dann.